Ich sollte die Sachen zusammenkleben. How does one open that door? 1, 2, 3, 4. Ist total logisch. Das macht jeder Busfahrer so. Da drückt man nicht einen Knopf, um die Tür von einem Bus aufzumachen, sondern man muss eine spezielle Reihenfolge auswendig lernen, damit nicht jeder Schnösel diese Tür aufmachen kann, damit, wenn es brennt, nicht aus Versehen jemand rauskommt. Oder bei einem Unfall. Was, ich habe was falsch gemacht? Müssen wir mal gucken. Oh, ja, okay. 1, 2, 3, 4. So. Da fliegt vor Schreck die Krähe weg und ich möchte fast sagen, wir lassen vor Schreck einen fliegen, aber das ist, glaube ich, was anderes. Okay, hier ist sonst nichts weiter, ne? Außer der Taschenlampe haben wir sonst noch nichts. Dann gehen wir doch mal raus. Das war dramatisch. Ich habe fast ein bisschen Angst, dass die Zwischensequenzen noch schlechter werden, weil am Ende das Geld ausgegangen ist. Okay. Nicht, dass wir vorne schon im Vorderteil des Busses gewesen wären, aber natürlich können wir das Foto erst einsammeln, nachdem wir aus dem Bus ausgestiegen sind und jetzt wieder reingucken. Dieses Buch lese ich aus Prinzip nicht. Das fällt unter die Kategorie Too Long Didn't Read. So, das nur ganz nebenbei. Wir gucken mal in diesen hübschen Laden. Okay, da ist ein Riegel. Die Tür ist von innen verschlossen. Ich muss rauskriegen, wie ich sie aufbekomme. Okay, da das Fenster quasi auf ist, also ich gehe mal davon aus, dass da keine Scheibe zwischen ist. Hier ist übrigens wieder der rote Faden. So ganz nebenbei. Können wir das bestimmt mit irgendeinem Stock oder so machen? Hier unten leuchtet was. Wow. Das ist die beste Animation ever. So, wir nehmen den ganzen Shit raus. Jetzt ist das Kabel nicht mehr gewired. Das Kabel ist nicht mehr gewired. Ja, das macht richtig viel Sinn, Mensch. Nein, es ist kein Strom mehr drauf und wir können da durchgehen. Okay, das ist schon mal was. Machen wir das doch mal. Oha, eine geheimnisvolle Frau im Schatten. Und sie hat eine viel bessere Figur als wir. Oh mein Gott. Da werden wir direkt eifersüchtig. Und hinten blinkt fröhlich der Turm. Ich dachte immer, so ein Leuchtturm blinkt nur oben an der Lampe, aber offenbar blinkt immer so ein ganzer Leuchtturm. Hm. Steckt man nicht drin. Ah, hier geradeaus geht's übrigens zum Leuchtturm. Gut, dass das Schild da ist, sonst hätte ich das nie gesehen. Und hier ist übrigens wieder der rote Faden, der uns sagt, ich muss die Leiter reparieren, wenn ich in das Baumhaus möchte. Ich gucke da eine Person im Chat besonders an, die bei meinem Baumhaus mal mit ihrem Steiß die Treppe durchschlagen hat. Eher gesagt mit seinem Steiß. Hier haben wir einen wichtigen Zettel. The toolbox fell into the water. Señor Castillo thought I did it. Now he won't make a key for my treehouse. What an asshole. Okay, also die Werkzeugbox ist ins Wasser gefallen und Signore Castillo denkt, dass ich es war und jetzt kriege ich keinen Schlüssel fürs Baumhaus. Ist da unten sonst noch was Spannendes? Offenbar nicht. Okay, da wir geradeaus nicht können, weil hier ein mysteriöser Riss in der Straße ist, biegen wir doch mal rechts ab. Mein Gott, die maulende Myrte. Kommt die denn jetzt her? Hey, die Toolbox. Meh, Algengrütze. Eine Feile und ein Hammer. Sinnvolle Sachen und ich kann sie beide mitnehmen. Auf dieser Straße vor meinem Fenster fährt nicht ein Auto, aber Hauptsache, die machen total Alarm an, wenn sie mit ihrem Kackblaulicht vorbeifahren. Macht richtig viel Sinn. So, cool, hier können wir murmeln. Was für ein seltsamer Schild. Ein Teil davon fehlt. Na, das ist ja das übliche Problem. Hashtag Aussparung und so. Oh, hallo!
Correction! Our editors would like to apologize to Senor Torres and the people of this town for our für unseren fälschlichen Report about Milagros' disappearance. We were misinformed. It turned out she's not lost, but is safe and sound with her father. In the future we will thoroughly investigate all information before publishing. Okay, das Blag ist also nicht verschwunden, korrigiert die Zeitung, sondern es ist ganz sicher bei ihrem Vater. Können wir außer der Zeitung hier noch was machen? Können wir die Bretter nicht nehmen, um... Wir könnten total gut die poröse Bank auseinanderpflücken, um damit die Leiter zum Baumhaus zu reparieren, oder? Also nur so eine Idee. Aber... Okay, hey, Geschenke! Interessant. Ich sollte die Schleife abmachen, um zu sehen, was drin ist. Was meinst du? Bitch, please. Bist du zu dumm, mit deinen Händen den Geschenk auszupacken? Ja, natürlich. Natürlich. Aber die Flasche erstmal einstecken, ne? Hauptsache saufen. Ganz klare Sache. Ah, ich schätze, das ist Regenwasser. Eine Menge Regenwasser. Ah, das Wasser ist dreckig. Hm, abgesehen davon brauche ich es gerade nicht. Okay, ist ja nicht so, dass man sowas vorsorglich mal mitnehmen könnte. Das ist 1:1 die Cutscene aus dem ersten Teil, oder? Liege ich da falsch? Dear Major, allow me to present you this modest gift to you. I know you love puzzles. Sincerely yours, Umberto Torres. P.S. If you like this box, my watchman would be happy to make another one for you. Now put your hand in the goddamn box. Okay, da brauchen wir offenbar eine Schere zu oder irgendwas Scharfes auf jeden Fall. Also auf jeden Fall nicht unseren Körper. So viel ist schon mal klar. Dann, okay, wir haben jetzt einen Hammer, eine Feile und eine leere Flasche. Ja. Ne? Das ist doch schon mal vielversprechend. Hier geht auf jeden Fall auch erstmal nichts, würde ich sagen. Ich würde ja fast sagen, wir nehmen die Leiter da weg und legen sie hier über den Abgrund, aber... kurz an den Chat. Nein, Uri, du bist nicht böse. Es ging in der Tat eher um Kane, weil der in der Tat mit seinem Steiß die Treppe zu meinem Baumhaus früher zerstört hat. Das warst nicht du. So, da kannten wir uns noch gar nicht. Was haben wir hier? Hier war nur das Buch. Ja, okay, da ist aber auch nichts weiter drin, ne? Ich blätter hier nochmal durch. Nicht, dass hier irgendwo was zwischenliegt noch. Nein, das ist einfach nur ganz viel Blabla. Gott, die Alarmanlage ist angegangen. Ja, Entschuldigung. Können wir... Habe ich nicht vorhin auf die scheiß Schere geklickt? Ich war der festen Überzeugung, ich hätte, aber okay. Gut, dann haben wir jetzt eine Schere, damit können wir jetzt das Geschenk aufmachen. Immerhin. Immerhin. Mit dieser stumpfen Kinderschere, da hätten wir auch die Pfeile für nehmen können. Wow. Ah, ist das hübsch bunt. Arrange the gems so each visible side... Okay, es ist quasi ein dreifarbiger Rubik's Cube. When a gem is next to a hole, click on it to move it. Okay. I like to move it, move it. Alter, das wird jetzt voll der Krampf. Muss ich... Ist es egal, ne? Hauptsache, eine Seite hat eine Farbe. Sehe ich das richtig? Ich sehe das total richtig, oder? Nee, das muss hier in Wirklichkeit alles raus. Das muss alles ein bisschen hier lang. So. Das ist doch jetzt auch einfach nur so totale Beschäftigungstherapie. Ohne Witz. So.
Okay, man kann es auch skippen, wenn der blaue Balken abgelaufen ist, aber das ist ja jetzt wirklich nicht nötig. Okay, das hätten wir schon mal. So, dann kommt Gelb mal auf die Seite. Blau kommt darüber. Nee, ist jetzt ein bisschen ungeil gelaufen, aber egal. Wir machen das erstmal so. So. Geht doch. Hey, unser zweites Foto. Ich weiß nicht, wie sich mit den ganzen hässlichen Sackfratzen das Rätsel lösen soll, aber... Hallo, Erik. Ach ja. Was? Und da muss er die Farben wechseln? Was? Ich sollte einfach nicht so viel auf den Chat... Also ich sollte schon mehr auf den Chat achten, aber ich sollte nicht so viel auf den Chat achten. Das lenkt mich von den wesentlichen Dingen in diesem Spiel ab. So, was haben wir jetzt bekommen? Ne Handle, okay. Ob ich das handeln kann, ich bin mir nicht sicher. Komm, die kann ich doch locker da draufsetzen und dann drehe ich das einmal im Kreis und mal mir einen kleinen Kaffee, nicht? Okay, offenbar nicht. Wir brauchen bestimmt die Scheibe, die wir da reinsetzen können. Ich bin fest davon überzeugt. Hier ging nichts mehr, ne? Aber hier muss noch irgendwas gehen. Irgendwas muss ich noch mit dem Wasser machen können später, ziemlich sicher. Kann ich hier... Ne, mit der Handle nicht. Dem Hammer? Der Pfeile? Nein. Okay. Ich denke die ganze Zeit, dass dieses Ding hier irgendwas Wichtiges ist, aber es... Ach, das war die Werkzeugbox, wo ich die Werkzeuge rausgenommen habe. Das haben wir ja längst erledigt. Okay. Natürlich. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Okay, wir können ins Baumhaus. Gute Sache. Und wir brauchen natürlich ein Schloss. Nein, wir brauchen einen Schlüssel. Das wollte ich sagen. Der Hammer ist jetzt auch weg. Damit hätten wir das ja sonst wunderbar aufkriegen können. Das macht auch sonst keiner auf. Schade. Ich dachte, ich klopfe mal freundlich. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Wir haben eine leere Flasche, eine Kurbel. Was können wir denn mit der Kurbel wohl machen? Aber wir können hier auch noch zurückgehen. Oh Gott, jetzt geht das wieder los, dass man hier überall langlatschen kann. Und man nie weiß, muss ich hier noch was machen? Taucht hier vielleicht nochmal random ein Wimmelbild auf? Einfach mit eigenem Gewicht dran ziehen. Ja, das Holz ist eh morsch, definitiv. Was? Ich bin verwirrt, okay. Also sehe ich das richtig? Wir kriegen wahrscheinlich weder mit der Pfeile, noch mit dem Handle, noch mit der Flasche hier irgendwas auf, okay. Also ich würde ja... Aber das... Nein. Ich hatte ja gesagt, wir fallen dieses ganze Gitter hier einfach durch, aber... Offenbar tun wir das nicht. Gut. Oder auch nicht gut. Hier im Bus ist jetzt auch nichts, wo wir die Handle noch dran setzen könnten. Was bedeutet? Es bleibt gar nicht mehr so viel. So, Fragen über Fragen. Können wir nicht hier irgendwie... Ja, da können wir echt nichts mit machen, ne? Ich hätte ja fast gesagt, dass wir hier irgendwas kurbeln müssen, aber... Ich wüsste gerade nicht... Es ging ja relativ schnell, dass ich auf dem Schlauch stehe. Warte, mal eine halbe Stunde in der Pause das Fenster offen, zack, ist hier eine Fliege drin. Das stimmt, ich bezahle in der Tat Geld für Wimmelbildspiele und fasse sie dann nie wieder an. Aber ich spiele sie vorher zumindest einmal durch. Aber ganz ehrlich, Wimmelbildspiele haben auch selten irgendeinen Wiederspielwert. Und ganz ehrlich, ich kaufe Wimmelbildspiele auch meistens... eher nur so im Angebot. Ich habe bei sehr, sehr wenig Wimmelbildspielen
den Fehler gemacht, dafür 10 Euro auszugeben. Bei den meisten dann doch eher so 5. 5 Euro für ein schäbiges Wimmelbildspiel kann man mal machen. Für Twisted Lands würde ich es jetzt nicht unbedingt tun, aber so allgemein. Die ganzen Artifacts-Mundi-Sachen lassen sich eigentlich durchweg sehen. So. Irgendwer eine Ahnung? Sonst mache ich mir gleich mal die Sparkles an. Können wir hier eigentlich noch weiter zurück? Nee, ne, das ist das... Okay, weiter zurück können wir auf jeden Fall nicht. Das Krönchen, ja. Hm. Also hier ist definitiv auch... Geht hier... Kann ich hier noch Knöpfe drücken? Nee, Knöpfe drücken ist raus. Gucken kann ich da auch nicht. Zettel angucken. Ich kann auch von hier hupen, das ist ja fantastisch. Aber drücken kann ich da nichts mehr, okay. Hier geht auch nichts. Also ich würde sagen, im Bus sind wir durch. Demzufolge gehen wir mal raus. Ist auch total sinnlos, dass hier vorne der verkackte... Ah, das ist gar nicht der Bus, das ist ein Krankenwagen, das sehe ich jetzt erst. Ich habe gedacht, der Bus wäre auf magische Art und Weise geschrumpft, aber... Fenster mit dem Gitter steht rechts eine rote Box. Ach, tatsächlich. Ja, absolut logisch, dass ich da nicht sofort drauf gekommen bin, ist erstaunlich. Das, ganz klar. Na, ganz klar. So, hier brauchen wir einen speziellen Schlüssel, natürlich. Ah, es fängt schon wieder fantastisch an. So, hier ist irgendwas eingeklemmt. It looks like a key. Ja, dann nimm es doch. Niemand hindert dich daran. Dreh das halt auf und nimm es mit. Aber okay, dann halt nicht. Oh nein, Waffen machen mich nervös. Okay, das hat mich jetzt inwiefern weitergebracht? Ich meine... Natürlich! Natürlich! Hey, was geht hier ab? Was? The ghost won't let me in. Oh nein, der Skelettgeist lässt mich nicht rein. Ich muss ihm helfen, seinen Frieden zu finden, natürlich. Hier. Also. Natürlich, natürlich. Es macht alles total viel Sinn. Okay, wir schließen erstmal das Baumhaus auf. Warum sind hier eigentlich alle tot? Habe ich was verpasst oder wurde das schon... Also, wurde das noch nicht gesagt? That reminds me of my rabbit Fred, only without the ears. Ah, kein Ohrhase, ich verstehe. Hey, noch ein Foto. Ja, wenn wir alle Fotos zusammen haben, haben wir dann das Spiel durch? Ich meine, wir haben ja jetzt schon... Wo ist denn das Ding? Kann ich mir das hier irgendwo angucken? Ah, hier. Da fehlen noch 3, 6, 9, 12, 13. Oh, guck mal, wir haben immerhin schon 3 von 16. Das ist. The lock is missing 3 fragments. Natürlich fehlen hier Teile. Es fehlen immer irgendwo überall Teile. Eine Strickleiter. Okay.